Ja, seid mir willkommen, meine Freunde, zu Part Nummer 40 von Paper Mario The Origami King. Jo, und wir haben im letzten Part das Feuerpergamenton uns erkämpft und ich werde mal kurz einen Pilz einwerfen. Ey, oh Mann. Du wirst Gas geben, Mario. Ja, im letzten Part habe ich schon mal die westliche kleine Wüste, oder wie die heißt hier, westliche Sandpapierwüste erforscht. Nur noch ein Loch. Nur ein Tod. Ach, da. Da ist noch ein Tod da. An der Tele. Ja, ich habe letztens meinen Part gesehen, wo ich das erste Mal in Charm City hier war. Ihr erinnert euch. Und dass ich da tatsächlich diesen einen Tod da oben an dieser Goldstatue nicht, die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ja, das war der einzige, wo der hier war. Es tut mir leid, ich habe es gerade nicht vorhin gesagt. Ey, nochmal richtig Geld. Und hier wird tatsächlich noch ein Buddelloch erscheinen. Sobald wir das Rätsel hier komplett gelöst haben. Da wird sich nämlich diese Map und so etwas verändern, aber später dazu mehr. Wir brauchen 4 Lichtstrahlen und wir wissen erst von 2, wo sie sind. Und die anderen, ah, ihr werdet es sehen. Oh, hier sind ja so viele Gegner, ey. Da wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden, dass ich nur noch den einen oder anderen Kampf machen muss. Aber es soll sich hindern, ich war auch hier viele. Ich habe 2 Drehungen. Ich glaube. Genau. Ach. Ja, wenn die am Stacheln, also brauchen wir schon Eisenstiefel. Excellent. It's a hammer. What excellent. Schön. 657 Münzen, einfach mal so. Aber hier. Oh, jetzt nerven die Gegner dauernd hier rum, ey. Aber was soll's? Wie ist das gedacht? Warte mal. Hier erst. Hallo? Hä? Was ist denn das? Hä? Achso, ah nein, na gut. Ja, okay, ich hab's jetzt nicht, tut mir leid. Ah, die Koopas, nee, wir machen jetzt nicht die Koopas, die bleiben sowieso da, wir machen den noch weg.
ist er wieder so beschissen. Mann, das ist ja echt zum Heulen hier. Er sollte vorhin irgendwie hoch sein, ich hab nicht die richtige Stellung rausgefunden. Ja, hier ist es scheißegal, wie stark der Angriff ist. Die müssen nur zusammenfallen. Oh, come on, ey. Oh, jetzt nerven mich hier dauernd die Gegner, ey. Ah ja, okay, so. Kann man da hin machen? Ja, wie gesagt, diese ja, Wutanzeige, was auch immer das sein soll, hilft natürlich auch ein bisschen mit beim Einordnen. Dadurch konnte man jetzt erkennen, dass der halt darüber gerückt werden sollte. Euer dritte Aktion. Vielleicht muss ich noch zwischendurch noch mal zur Stadt gehen. Mir noch mal ein paar Stiefel kaufen. Reisestiefel, weil ich habe glaube ich nur noch ein paar. Weil ich die Scheißviecher jetzt hier dauernd nerven beim Spielen. So. Beim Suchen von den. Noch ein Loch. Wie gesagt, einige von den Löchern werden immer wieder kommen. Ah, oh, guck mal, alles 100er Münzen. Geil. So. Gehen wir mal in diesen Turm rein. Hier ist Dreieck. Dreieck haben wir noch nicht. Lesen wir mal. Der Professor kann jetzt halt alles lesen. Unter verschlungenen Zwillingsbeinen in Dornen liegt das Auge mein. Ich habe die Übersetzung in meinen Auftrag festgehalten. Du kannst sie mit dir durch Drücken von L ansehen. Ja, was bedeutet das? Nun ja. Passt mal auf. Ich habe euch ja schon auf den Kaktus hingewiesen. Zu einem anderen Zeitpunkt. Ach, die wäre so viel scheiß Gegner, ey. Und zwar hier. Das sind ja Zwillingskakteen, die halt ja nur gespiegelt sind. Wenn wir hier graben. Tata! Und natürlich. Okay. Ja, gut, ist billig. Boah, das war ein prima Recht nicht aus. Geht der so gleich kaputt? Excellent. Ja, aber der hat mich getroffen. Weil oh. Wenn man mal drauf ankommt, dann trifft er nicht. Ehrlich. Warum hat er jetzt nicht getroffen, der Trottel, ey? Hier sollte der normale Hammer ausreichen. Ah nein! Warum hat das Spiel wieder das nicht ordentlich eingestellt? Also, das verstehe ich auch nicht. Er trifft wieder nicht. Na toll. Oh, der macht zwei Angriffe. Schön. Also, das ist ja zum Kotzen, ey. Spiel nicht ordentlich einstellt. Oh, das finde ich ist auch ein Minuspunkt. Dass das, was das Spiel, ja, ja das, jedes Spiel, was man spielt, hat auch sicher die eine oder andere Schwachstelle. Und hier gehört halt dieses dazu, dass oftmals das nicht richtig eingestellt ist, dass man da nochmal aufpassen muss.
Nein, gegen dich kämpfe ich jetzt nicht ohne euch. Kein Bock. Ich glaube, gegen den Vogel hatten wir ja schon mal gekämpft, nicht wahr? Aha, hier kannst du mir nicht folgen. So. Ja, es warten noch zwei weitere und natürlich sind auch da jeweils die versteckt natürlich, die ja, Lettermusterin. Ja, wie ihr seht, haben wir schon zwei Reihen. Das reicht natürlich noch nicht, weil wie ihr seht, hier brennt kein Feuer. Es dreht sich. Könnte es sein, dass der Fallkreis das Feuer bei uns sein? Denk schon, Olivia. Es ist rot, es hat Flammen und es hat einen Vogel, also. Einmal gucken wir uns an und dann nächstes Mal springen wir das. Yeah, Feuer brennt. Du bist ein Flammenaufgang, Olivia. Unglaublich. Du bist ein Flammenaufgang, Olivia. Unglaublich. Sowas haben sie mir im Studium aber nicht gesagt. Hier. Ja. Wow. Da habe ich jetzt aber alles ganz schön hell gemacht. So. Aha. Wie gesagt, mit der Tod. Also. Ich habe dieses schwarze Wasser in Brand gesteckt. Ah, nee, doch sie. Aha. Ich habe dieses schwarze Wasser in Brand gesteckt. Jetzt ist es schön hell, was gute Beleuchtung für einen Unterschied macht. Jo, natürlich das Auge. Dreht sich der Turm wieder um. Sein grünes Auge. Leuchtet dahin. Ja, und ihr seht, ja, es wird auch ein paar Pergamente und Falten drin. Ihr seht, dass er grün ist, aber könnt ihr euch vorstellen, welches das sein wird. Hihi, dieses Mal war ich vorbereitet und also bin ich nicht hingefallen. Olivia, du schwebst, du bist sowieso nicht der Trägheit ausgeliefert, also ein Blödsinn. Oh, dieser hat sich auch gedreht. So. Oh, ich wollte auch tatsächlich hier noch neu erschienen. Oh, 30.000 schon wieder, ey. Erinnert euch, dass wir fast pleite waren, als wir bei dem einen Typen da in der Stadt alles gekauft haben? Jetzt haben wir schon wieder so viel Geld, der schon wieder 30.000 jetzt hier zusammen. Am Grunde ist es kein Problem, Geld zu kriegen hier im Spiel. Hier nochmal. Ja, die kommen halt wieder. Das ist nicht irgendeine bestimmte Anzahl, die man abgraben kann. Die kommen halt zum Teil wieder. So, die anderen beiden finden wir in der Stadt. Westlich und östlich der Stadt. Genau hier, wo die Typen sind, da wir jetzt den Schlüssel haben. Sei gegrüßt. Als Träger eines Schlüssels und Gast unseres Hotels haben sie Zutritt auf diese Tour zur fernöstlichen Sandpapierwüste. Genau. Ja, hier bin ich vorher nicht hingekommen, weil wir die sowieso nicht als wir hätten machen können. Und als erstes hier brauchen wir uns den Professor, weil ihr seht, hier sind zwei Tods als Skorpione gefaltet und drei. Wie heißen sie nochmal? Pokis, genau. Wenn wir jetzt näher rangehen, dann buddeln die sich ein. Und wir müssen uns merken, welcher Skorpion und welcher Poki. Der da müsste ein Skorpion sein. Ich
natürlich einen Poki ausgraben. So, hier kommen die wieder. Ja, beide auf einmal. Wohl weiß ich nicht, ob man auch beide hätte gleichzeitig machen können, aber. Okay, müsste der obere da sein, der da. Ja gut, man kann natürlich. Weiß auch. Könnte es natürlich mit dem Radar machen. Wäre auch möglich, aber ist ja kein Problem, sich zu merken, wo eine Figur. Ja, das, da gibt es später noch eine viel interessantere Variante von. Von merken wir, wo wer hingeht. Sozusagen. Oh, Moment nicht. Die können uns gestohlen bleiben. Lock gesagt, wird gefüllt und jetzt schon der nächste Turm. Ein paar Löcher, die wir auch gleich flicken. Zack. So. Ich glaube, sind sie sogar schon alle. Okay. Ich kann sein, dass im Turm noch. Nee, sind tatsächlich alle. Und noch einer. Ist das der größte bisher? Ich glaube nicht. Wieso? Ist der größer als die anderen? Sagt ihr es, wir Freunde, ist der größer als die anderen? Den habe ich nie noch geachtet. Hier ist auch noch ein Tod. Oh, danke. Was denkst du, wofür diese Türme gebaut worden sind? Waren die als cool Deko im Hintergrund gedacht oder so? Nicht direkt, nein. Und auch hier wird das Feuer aus sein, in der Tat. Wie ihr seht, hier fehlt nämlich unser quadratischer Stein. Und wenn wir dieses Rätsel lesen. Wände aus Wellen hinter Feuer, dort ist mein Auge mir so teuer. Ja, wie er darauf kommen soll, ja, ich weiß nicht. Es gab wieder an den Wänden, ja, wie gesagt, verschiedene Muster und eins davon waren halt Wellen. Und die Feuerstelle, ja, wie gesagt, ob ich da so einmal drum gekommen wäre, nicht durch Zufall gefunden hätte, das weiß ich nicht. Ja, die vielleicht auch ein bisschen suchen müssen, aber. Ich habe die Übersetzung wieder festgehalten. Ja, ja, ja. So, einfach mit Ding da einsetzen. Ja, das letzte Rätsel wird noch cooler sein. Wieder Feuerpergamento. Dann los, möchtest du dieses Mal den ganzen Bemühungen lieber überspringen? Oh. Sich der Turm um. Nur natürlich in die andere Richtung. Na gut, mag sein, dass der höher ist, weil die Berge da vielleicht höher sind, damit er da rüber gucken kann. Ich weiß es nicht. Ja, er ist fast vollständig. Ja, meine Freunde, in der Tat. Du weißt, sind sie okay? Oh ja, tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, wie anstrengend Archäologie sein kann. Ja, genau. Und. Ja, die Toren in eine Richtung, blablabla. Dass ich jedes Mal sagen müssen, ey, als ob das so nur auf dem Baum wäre. Mein Schuh. Da. Einfach kurz bei hier, ne, Freunde. Zack. Safe often, nicht wahr? Ja, schöne Geigenmusik hier im Hintergrund. Nee, man kann ja mit ihm sprechen im Auto, stimmt ja. Du da, lass uns mal durch. Seid ihr gegrüßt, als Träger des Schlüssels dürfen die die fernöstliche Wüste und so weiter und so fort. So, was ist hier nochmal gewesen?
Hier ist zum Beispiel noch ein Loch zum Flicken. Säcki. Geld. Sehr schön. Ein paar Kisten. Die sollte man natürlich nicht kaputt machen, bevor man das. Ja, die werden natürlich Widerstand, wenn man das Gebiet verlässt und so weiter. Ja. Ja. Ein Glitzerwurf. Hammer. Was war denn ein Glitzerwurf? Ah, nee. Noch ein Glitzerwurf. Na gut, da haben wir schon drei Stück von. Moment mal. Oh nein. Oh. Ja, das ist halt, wenn man zwischendurch andere Spiele spielt, wo man die Menüs anders aufruft. Nicht wahr? Ja, ich setze nochmal die Eisendinger darin. Wir gehen gleich. Wir müssen gleich nochmal zurück in die Stadt zurückkehren und da werde ich mir dann nochmal ein paar Schuhe besorgen. Dann war hier vor dem Kapitän noch irgendwas? Ah, ich glaube nicht. Ich habe ich damals schon ausprobiert. Münze. Einfach bloß so, just for the lols. Hier haben wir noch ein Loch. Wicke ist Mario. Noch mehr Mario. Yeah. Alle Löcher, sehr schön. Hat er eigentlich gesagt. Oh ja, hier haben wir auch schon alles. Nee, doch nicht, da fehlt noch. Was fehlt denn noch? Fernwestliche, die wo jetzt sind. Schatzmenü, hier ist noch irgendwo ein Schatzmenü. Nicht schnell genug gewesen. Ja, was eine Kunst, nicht wahr, Freunde? Ja, komm, damit die mal kaputt gehen dann. Ja gut, war jetzt nicht alles exzellent, aber ist egal, ob es noch irgendwas. Pizza-Hammer. Dafür, dass der Kampf, dass die Gegner nicht allzu stark waren. Na gut, ja, sie sind halt unsichtbar gut. Aha, seht mal hier. Der leuchtet so verdächtig, der Busch. Frag mal, Professor. Ah, ist auch nur Geld. Ich dachte, hier wäre ein Schatzmenü unter dem. So verdächtig leuchtet. Doch bei der anderen Kakteen da dran. Ja, wir werden schon finden, keine Angst, Freunde. Hä? Aber der hat eben noch nicht geleuchtet, oder? Okay, der kann spontan einfach so auftauchen. Hier ist auch ein Tod. Aha, hier. Sind der Tod. Achso, hat nur noch ein Tod gefehlt. Fernwestlich, ne? Ach nee, okay, doch. Wo muss noch ein Schatzbündel hier? Wo kann der sein? Oh,
ja nicht alle kaputt machen, oder? Ja, ist egal, wir werden ihn schon irgendwann finden. Ja, damals hatte ich hier alles in der Wüste, also war relativ einfach, um alles zu finden. Und hier bei der einsamen Kakteen vielleicht. Gehen wir erstmal rein, wird sich schon aufklären. Sein könnte. So können wir ja noch unseren Sensor einsetzen, nicht wahr? Ich freue mich mal und diesen. Ja. Sehr gut. Ja, hier brauchen wir den Runden. Scheue Sonne über dem See. Und auch wartet dort das Aug auf Fund. Scheue Sonne über dem Seegrund, doch wartet dort das Aug auf Fund. Jo. Ja, wie gesagt, was kann man sich denken? Gibt ja hier nur einen See. Ja, See, obwohl See übertrieben ist, würde ich eher sagen, ist eine Art Teich oder so. Und zwar in der Stadt. Wo ist denn hier das Schatzmini, verdammt? Oh Mario, oh, geh doch mal da rein, das gibt's da ja. Oh. Oh, muss die alle kaputt machen. Ah. Jo. Ah! So war das. Okay. Ja, mal. Kalastiefel, sehr schön. Da brauchen wir schon mal Gegengeld für ausgeben. Ah, nicht steig aus, Mario. Und hier haben wir natürlich das Schatzmini. Ein Poki. Macho Mega Poki. Genau. Okay, damit haben wir auch diese Wüste komplett. Sehr schön. Fehlt uns, glaube ich, nur noch die große Wüste, ne? Ah, die Stadt auch noch. In der Stadt ist auch noch was. Ja, genau. Da in der Stadt konnten wir noch nicht das eine Café da öffnen. Und so weiter. Das kommt ja jetzt alles noch. Da müssen wir erstmal... hier Geld fürs Parken. Da müssen wir erst noch die Geschichte abschließen. Ja, und zwar sieht man hier, sehen wir da oben am Himmel, ja, das Loch, wo die Sonne mal war, und das spiegelt sich im Wasser, und wenn wir dafür sorgen, dass man das nicht mehr sieht, wir den Professor graben lassen. Tada! Ja, darauf hat mich der grüne Stiffel da drüben am anderen Ufer gemacht, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Der hat uns ja erzählt, dass das Wasser aussieht wie ein Spiegel. Ne? Und das ist ja auch so. Und da bin ich drauf gekommen, dass das mit der Sonne halt damit zu tun hat, dass man die halt nicht da oben, sondern hier unten verdecken muss. Ja, wie gesagt, da ist halt noch das Loch und so. Ich weiß gar nicht, fehlt ihr sonst noch in der Stadt? Ja, Toads fehlen noch. Ich glaube, ach ne, die zählen ja eigentlich für die Stadt, ne? Löcher und Schatzmini. Ja, wie war denn das mit dem Schatzmini? Ja, da oben an diesen goldenen Snippet, da war halt Käfer dran und die habe ich immer zu nicht gesehen, warum auch immer. Ach ja, Schatzmini, ja, das weiß ich, da können wir auch noch nicht, das können wir auch nicht. Obwohl doch, wir haben jetzt den Professor, da können wir das eigentlich haben, Moment mal. Ja, mal gucken. War hier rauf. Ach Mario, was bist du denn so fummelig, ey? Hier ist ein verdächtiger grüner Punkt. Später wieder noch ein Tod liegen, der uns das erzählt. Aber man sieht den Punkt ja auch so. Da ist Sniffet drin, Gold-Sniffet-Statue, genau.
Down. Ah, Mann. Damit haben wir nicht alle Schatzminis. Zwei Drittel. Okay. The Heck. Ja, danke. Ich glaube, die akustischen Einblendungen hier von meinem Computer hört ihr nicht, ne? Ja, ist egal, das werde ich schon noch rausfinden, was hier noch fehlt. Macht euch da mal keine Sorgen. Hier wollte ich nicht hin, hier ist der Schallplatten oder CD-Laden. Genau, hier wollte ich her. Sprich zu der Hand. Ja, gib mir mal einmal. Zweimal. Ja, wir nehmen dreimal. Dreimal die Botten. Ach ja, da oben ist ja noch die Dings. Und da oben die Schatzstatue. Da haben wir ja schon wieder fast 20.000 auf den Kopf gehauen. Brauchen wir einen Colorhammer? Da habe ich vier dabei. Reicht. Pilze brauchen wir auch nicht. Feuerblumen brauchen wir nicht. Dann war das andere Schatzmenü, ne? Oh, wir haben schon. Oh, wir haben es schon geschafft, tatsächlich. Ja, 50.000 Münzen rausgegeben. Ein treuer Kunde wie du hat sich eine exklusive Belohnung verdient. Und zwar die neueste Trommelwirbel. Eine neue Rabattkarte. Gold. Ein besonders Bonus für alle. Wir haben das betuchte Ehrer. Genau. 50% Rabatt. Dürfte der Glitzerwurfer mal sein, der Glitzerwurfer mal. Genau, jetzt haben wir die bestmögliche Rabattkarte. Die werde ich natürlich, obwohl, warte mal, habe ich jetzt eigentlich den Sauger und das, ja, das lasse ich erstmal. Die werde ich dann anlegen, wenn ich einkaufe, ansonsten nicht so, ne? Eher Verschwendung. Moment, nein. Okay, damit haben wir immer noch nicht alle. Noch ein Schatzmini. Verdammte Scheiße. Guck mal denn hier noch eins. Ja gut, vielleicht muss man erst das wieder. Kann sein. Ja, kann sein, dass wir erst das abschließen müssen. Kapitel. So, ja, Freunde, ich denke, oh, wir sind schon wieder ziemlich weit in der Zeit. Wir werden jetzt noch schnell aktivieren und im nächsten Part werden wir dann sehen, wozu das alles gut war. Ja, und dann wird in der Tat wieder, oh. Aber ihr seht, von den über 30.000 Münzen, die wir hatten, haben wir die Hälfte schon mal ganz fix wieder ausgegeben, schon allein die Statue hat mir jetzt die Hälfte gekostet. Da lohnt sich jetzt immer trotzdem noch immer Geld schön zu sammeln. Denn am Ende brauchen wir noch einiges an Geld durchaus. Wie gesagt, die allerletzte Statue, die wir käuflich erwerben müssen, Toadtown später, die man erst nach dem Sieg über den Endboss haben kann, kostet alleine mit der goldenen Rabattkarte, die wir jetzt haben, kostet die schon 35.000. Dann gibt es halt im vorletzten bei der letzten Luftschlange, wenn man so will, bei der letzten Luftschlange gibt es dann auch noch mal, muss man mehrere Male
für 10.000 Euro oder 10.000 Münzen hinlegen für bestimmte Dinge. Und da gibt es auch noch ein paar teure Zubehördinger und so weiter. Also, und glaube ich auch, kann auch sein, dass auch ein paar Trophäe, dass hier so eine Schatzminis dabei sind. Und ja, wir möchten nicht überspringen, bitte. Und so weiter. Also, meine Freunde, macht euch da mal keine Sorgen, dass wir zu viel Geld haben können. Ja, ich hatte, als ich beim ersten Mal durch war, weiß ich nicht, sehr viel noch über am Ende, durchaus, aber. Kommt auch alles erst ab einem bestimmten Punkt halt, wenn man bestimmte Wiederholungen halt macht, um halt zum Beispiel die Bosse halt nochmal durchspielt oder, obwohl ich weiß ja, ob man bei den Bossen viel Geld verdient, aber ja, natürlich ist es das Erdpergamenton und ja, ihr könnt euch vorstellen, da kann man was aus dem Sand emporheben. Moment mal, ich muss doch gar nicht hinfallen, oder? Ich schwebe. Ach, nach dem vierten Mal merkt es endlich. Dass sie schwebt und damit nicht von der Trägheit abhängig ist. Ja, meine Freunde, also nächstes Mal werden wir gucken, was dabei rauskommt, wenn wir da Olivias Pergamentfähigkeit einsetzen. Ja, der Kopf hat sich auch gedreht. Ach nee, sag mal. Also ob der sich nur im Inneren dreht oder was, naja. So speichern hier. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen und oh, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play und so. Wie gesagt, der 40. Part inzwischen und es wird noch einige geben, keine Angst. Und wie hat der nächste, wir hatten jetzt, wie hat der erste Boss war ja, ja, so ein kleiner Aussichtsturm, da waren nur zwei Etagen mit. Ja, wenig Räume und so weiter, muss man nicht allzu viel machen, um dann durchzukommen. Der zweite, ja, was war, ach, der war ja genau das Theater. Da muss man halt bei den Theateraufführungen kurz mitmachen. Ja, und hier wird es ja fast schon so was wie ein Tempel sein. Ja, nicht auch alt, nicht allzu groß, aber doch ein paar Rätsel, ein paar geheime Dinge und so weiter. Und ja, wie gesagt, ihn ist schon eher einem richtigen Tempel und so, also einem richtigen, ja, Dungeon, wenn man so will. Aber ihr werdet schon sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, für eure Kommentare, eure Likes und so weiter. Bis dahin, meine Freunde. Auf Wiedersehen.